Wir haben uns auf der Agritechnica, einen Traktorenhersteller mit Traktoren in einem noch nie dagewesenen Design für euch angeschaut. Ihr könnt sicherlich schon erahnen, um welche Firma es sich handelt. Deutz Fahr. Deutz Fahr hat mit den beiden neuen Traktorbaureihen 9 und 11 im futuristischen Design nicht nur uns zum Staunen gebracht. Wir haben uns beide einmal genauer angeschaut, um zu erfahren, ob sie nicht nur mit dem gewagten Design punkten können. Mein Name ist Georg Fuchs, ich bin Marketingleiter bei Same Deutz Fahr in Deutschland. Wir sind jetzt hier auf der Agritechnica 2013 auf dem Stand von Deutz Fahr. Und hinter mir ist das absolute Highlight zu sehen, dass wir dieses Jahr auf der Messe in Agritechnica, auf der Messe hier in Hannover zu bieten haben, nämlich die Serie 11. Die Serie 11 ist der größte Standardtraktor, den Deutz Fahr je gebaut hat, mit bis zu 440 PS. Dieser Traktor arbeitet zum allerersten Mal nicht mit einem Deutz-Motor, sondern mit einem MTU-Motor, weil wir hier einen reinen Sechszylinder brauchen, der auch diese Leistung kann. Das heißt 12,8 Liter Hubraum und eben diese potente Leistung für diese Maschine, die in dieser Größenklasse so noch nie da gewesen ist. Wir haben eine komplett neue Kabine auf diesem Traktor verbaut. Wir arbeiten mit einem ZF Terramatic Stufenlosgetriebe, 60 km/h Endgeschwindigkeit, ABS serienmäßig, und wir stellen die Maschine heute hier auf der Agritechnica zum allerersten Mal vor. Eine weitere Neuheit, die Sie da gleich hinter mir sehen, das ist die Serie 9. Und mit der Serie 9 hat eigentlich niemand gerechnet bisher. Die Serie 9 wurde nicht angekündigt. Die Serie 9 ist der Traktor, der eigentlich direkt nach der Serie 7 kommt. Die Serie 7 in allen Belangen eine erfolgreiche Maschine, viele Preise schon gewonnen, den Red Dot Design Award, den Tractor of the Year 2012. Das ist ein absolut erfolgreicher Traktor mit der bekannten und auch prämierten Maxivision Kabine. Wir haben für die Serie 6 mit Maxivision Kabine den German Design Award gewonnen 2014. Das können wir jetzt auf der Agritechnica verkünden. Und eben die Kabine, die sitzt auch auf der Serie 9 mit einem 7,8 Liter Deutz Motor verbaut in dieser Baureihe. Auch Terramatic ZF Stufenlosgetriebe bis 60 km/h Höchstgeschwindigkeit. Und damit stößt Deutz Fahr im Bereich der Großtraktoren in eine ganz neue Klasse vor. Im Großen und Ganzen, wenn man sich das betrachtet, sind dieses Jahr auf dem Deutz Fahrstand nicht nur die großen Neuheiten zu sehen, sondern es gibt auch noch viele andere Neuheiten auf dem Stand von Deutz Fahr zu sehen. Die kleinen Vierzylinder Sechser, die Serie 6 als Vierzylinder, stufenlos und als Powershift-Getriebe, und zusätzlich noch die Serie 5 als Serie 5 Schaltgetriebe, stufenlos Getriebe, und neu die Serie 5C mit neuer Kabine. Und damit hat Deutz Fahr dieses Jahr zusammen mit dem Mähdrescher, dem C9000, ein unwahrscheinliches Programm an Vielfalt und an Neuheiten auf dem Stand hier auf der Agritechnica zu bieten. Wir sind noch bis Samstag da, Sie können uns gerne besuchen. Wir freuen uns auf Ihren Besuch. Kontaktieren Sie uns, kommen Sie mit uns ins Gespräch, und wir freuen uns.